Also das wichtigste und sicherlich zentrale Element ist hier vorne die Greifereinheit. Das sind zwei Greifer, mit denen der Roboter das verdächtige Objekt oder auch Werkzeuge greifen kann und mit denen er arbeiten kann. Weiterhin verfügt er über insgesamt 6 Kameras, mit denen wir aus verschiedenen Perspektiven auf die Umgebung oder das Objekt selber draufschauen kann. Zur Fortbewegung hat er ein Kettenlaufwerk, also ähnlich wie, ja, wie ein kleiner Panzer. Mit dem kommt er also recht gut über die verschiedensten Untergründe. Der Fernlenkmanipulator wird über ein Steuerelement manövriert. Mit Hilfe der Kameras kann der Entschärfer auf einem Monitor zielgenau vorgehen. Zunächst wird der verdächtige Gegenstand, in unserem Fall ein Koffer, der unter einem Fahrzeug platziert wurde, von dem PKW weggezogen. Welche Art von Sprengstoff sich möglicherweise darin befindet, spielt für die Entschärfer zunächst keine Rolle. Wenn man es an der Größe der Objekte festmachen möchte, sind wir zuständig für Briefbomben, das ist so das untere Ende der Skala, bis hin zu verdächtigen Fahrzeugen und alles, was dazwischen liegt. Also Rohrbomben, Handgranaten, wenn sie missbräuchlich verwendet werden, oder auch manipulierte Feuerlöscher. Häufig sind es auch Gegenstände des täglichen Gebrauchs, die aus irgendwelchen Gründen sprengstoffverdächtig werden. Der Fernlenkmanipulator kann unter anderem mit einem Bohrer ausgestattet werden. Damit können zum Beispiel Löcher in verdächtige Gegenstände gebohrt werden. Schließlich müssen sich die Entschärfer vergewissern, ob es sich um eine explosive Gefahr handelt und um welche. Um diese endgültige Gewissheit zu erlangen, muss am Ende ein Entschärfer selbst an den verdächtigen Gegenstand heran. Das ist jetzt unser Bombenschutzanzug. Der wiegt 40 Kilo und schützt den Entschärfer im Falle einer Explosion vor den Auswirkungen der Explosion, also vor dem Druck und vor den Splittern. Anzug besteht aus einer Jacke, einer Hose und einem Helm. Hier auf der Seite haben wir die Stromversorgung und hier das zentrale Bedienelement, so ein Bedienpanel, wo man eben die verschiedenen Funktionen des Anzugs steuern kann. Die sind auf dem Arm drauf, damit er das schön vors Visier halten kann. Und mit dieser Steuerung kann er die Lüftung, die Kommunikation und die Beleuchtung des Anzuges steuern. Mit einer Endoskopkamera wird das Innere des Koffers nun durchleuchtet. Egal ob TNT, chemische Substanzen oder selbstgebaute Silvesterböller, die Mitglieder der Entschärferdienststelle sind sich der Gefahr jederzeit bewusst und wurden auch unter dem Aspekt der psychischen Belastbarkeit ausgewählt und mindestens 2 Jahre ausgebildet.